Ja, meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal rund um einen autoverrückten Deutschen, der seine Zeit in Miami verbringt. Jetzt habe ich eigentlich ein ganz lustiges Video und zwar deshalb, weil ich seit langer Zeit mit dem Karl Geiger befreundet bin. Der hat seine eigene TV-Serie, wie ihr wissen werdet, bei D-Max und zwar der Geiger Boss of Big Blocks. Und ich habe mit ihm gedreht. Wir haben jetzt Januar. Ich strahle das hier allerdings erst aus, wenn die Sendung natürlich schon im Fernsehen zu sehen war. Also ich kopiere unten rein, wann die Ausstrahlungstermine sind. Schaut euch auf jeden Fall die Folge an, in der Karl mich hier in Miami besucht hat. Das Highlight jetzt in diesem Video ist allerdings folgendes. Ich bin, unglaublich aber wahr, das hatte ich Gott sei Dank organisieren können, zusammen mit einem Freund, mit verschiedensten anderen Themen. Ihr werdet es in der Folge sehen bei D-Max. Wir sind im Penthouse, im Porsche Design Tower, 56. Stock. Wir sind mit einem weißen Ford GT von einem Freund, Brian, vielen Dank an dieser Stelle, im Aufzug hochgefahren ins Penthouse. Natürlich ist der Karl standesgemäß angereist. 2002er Plymouth Prowler in Inca Gold, gab es nur in dem Modell, ja, mega geile Farbe. Ich hatte selbst mal einen schwarzen Prowler in Deutschland, den habe ich verkauft, weil mir der schwarze unter anderem nicht gefallen hat, aber in Inca Gold hätte ich ihn garantiert behalten. Ich stehe jetzt mitten vorm Porsche Design Tower. Hier im Spiegel. Ja, schau mal, der Ford GT. Jetzt drehen wir uns. In die Stockwerke. Ah, da tauchen sie auf. 9. Stock, 11. Stock. 14, 16, 18. Schon wieder drin. Das müssen wir alles wissen. Soll ich dir ins Ohr blasen oder was willst? Ja. 30. So, meine Lieben, da ist der Ford GT, von dem ich gesprochen habe. Wir sind also jetzt im Penthouse, 56. Stock und der Star. Hallo, Karlchen. Servus. Also Karl und ich, wir sind geplättet, glaube ich. Sag, was du denkst. Unfassbar, allein schon der Ford GT ist unfassbar, das Porsche-Haus ist unfassbar. Und wenn man dann tatsächlich mal in das Penthouse geht, da bleibt die Spucke im Hals stecken. Weil sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Eine Wohnung, 2000 Quadratmeter, ja. Ein Bad mit schwarzer Badewanne, schwarzes Waschbecken und dann geht man auf die Terrasse und von der Terrasse geht man auf die Terrasse, das ist dann komplett das oberste Stockwerk und dort ist auch noch ein Swimmingpool drin. Also das ist verrückt. Moment, wir drehen jetzt die Kamera um und Karl und ich laufen mal ein bisschen hier, denn hier achtet mal drauf, liebe Freunde, das hier ist eines der Wohnzimmer. Jetzt schaut euch mal bitte das Fenster hier an. Wir gehen mal an den Rand. Der Karl und ich, wir haben Höhenangst. Deswegen sind wir froh, dass hier Scheiben drin sind. Jawohl. Aber jetzt guckt euch mal bitte diesen Blick an. Also die Menschen sieht man eigentlich gar nicht so richtig. Man sieht die Autos runterfahren. So ein großer Pickup schaut aus wie so ein kleiner Aschenbecher. Also, es ist schon verrückt. Also das ist wirklich unfassbar, was die Leute hier Geld haben. War das der, ist das? War der Balkon mal so, wenn man. Ach, da gucken wir mal. Oh, der ist vielleicht zu, na Karl? Da müssen wir die andere Tür. Oh nein, bin ich blöd. Du hast keine Kraft, so schaut's aus. Das stimmt, man nennt ihn auch den Schwächling. Das ist die Küche, da kannst du in die Küche reinschauen. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist jetzt, Wahnsinn. Alter Schwede. Das ist einer von den Pools. Also wenn du das mit Meerblick haben willst, dann gehst du hierher, ja, und wenn du den Stadtblick haben willst, gehst du halt aufs Top. Ja, allerdings. Alles schön beheizt natürlich, da kann man schön die Getränke hinstellen, da kann man sitzen. Also
Das ist eigentlich eine Partywohnung mit 2000 Quadratmetern. Jo, das habe ich gerade ja noch gesagt. 2000 Quadratmeter Wohnfläche. Das müsst ihr euch mal klar machen. 2000 Quadratmeter, das ist mal echt eine ordentliche Ansage. Aber du musst dir weder mal die Küche noch zeigen und das schwarze Bad. Ja, dann auf. Los, du führst uns dahin. Na, du hast schon Übungen in den Türen, mit den Türen hier. Kannst ja fast kaufen. Ich bin kurz davor, dass wir das Ganze da mal finanziell abschließen. Also muss nur noch mal überlegen, wo ich die 35 Millionen kurz herbringe. 32,5. Wobei, du brauchst noch 2,5 zu alt. Das ist doch ein Wahnsinn, oder? Ja. Aber ich denke, wenn du so 2000 Quadratmeter hast, hast du hier bestimmte Personal. Darum sind auch so viele Personalzimmer da. Du brauchst einen eigenen Koch, weil wenn du so viel Besuch hast, kommst du gar nicht mehr nach dem Kochen. Das stimmt allerdings. Das ist halt auch krass. Ein Grill für innen. Ein Grill, der innen in der Wohnung steht, mit dem man aber ganz normal grillen kann. Das heißt, der Rauch wird hier irgendwie perfekt abgezogen. Offenes Kamin. Natürlich, offener Kamin, wie sich das gehört. Ach so, stopp, eine Sekunde noch. Es gibt 11 Parkplätze für eure Autos. Das heißt, hier sind dann nochmal 2 Parkplätze. Also du kannst 11 Autos hier verstauen. Hat der Karl genug Autos, um die hier hinzustellen? Autos hätte ich genügend, aber... Natürlich nicht die Kohle für die Wohnung, weil das ist schon Wahnsinn. So, ein kleines Gästezimmer würde ich es nennen. Eins der Gästezimmer. Achtung, die Toilette. Das ist schon laut. Da geht die Klappe automatisch auf. So. Das ist echt Wahnsinn. Also wenn man da, ich weiß nicht, wann sie wieder zugeht, aber es ist, ich glaube, ich habe noch nie auf meinem Kanal eine Toilette gefilmt. Aber es ist auf jeden Fall sehr lustig. Die bleibt jetzt zumindest eine Zeit lang offen und dann geht der Deckel wieder elektrisch runter, wie sich so, das gehört. Jetzt gehen wir weiter, jetzt suchen wir mal die Küche. Ich habe kein das Bad, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Vielleicht ist es hier drin. Na, doch. Oder ist das ein Ausgang? Ja. Das ist der Notausgang. Das steht zur Garage. Also wir haben uns schon also, verlaufen, tatsächlich. Wir haben uns in der Tat verlaufen, aber jetzt gehen wir wieder ins Wohnzimmer, denn hier im Wohnzimmer, es ist unfassbar, dieser Blick. Jetzt schaut euch das mal an. Karl, wink mal, du bist so klein. Das ist hier, hier geht es dann nochmal hoch im Wohnzimmer in die nächsten Etagen. Ah, das schöne Bad war oben. Dann aber es schleppen ist also altersgerecht gebaut, also es gibt auch einen Lift in Stimmt. meiner neuen Wohnung. Wir haben 3 Stock in deiner neuen Wohnung, schau. Auf meinem Kanal erfahren die Leute die Hintergrundinformationen. Ja, genau. So, kleine Küche. Jo, stimmt. Aber ich glaube, die Küche ist mit dem anderen geile Bad. Genau. Das geile Bad. Ach ja, guck mal, da kann ich ja, warte mal, hier kann ich auch rein. Ach, da ist noch eins, guck mal. Das ist wahrscheinlich das, wenn du rausgehst im Pool zum Abduschen. Ach, guck mal, hier ist wieder ein Toilettendeckel. Na, Zauberei, Hex 6, geht der auch hoch? Ja. Wie geil ist denn das? Da schau, die Porsche Designs Handtücher sind immer cool. Sollst du welche einpacken? Ja, nehme ich mit. Das finde ich ja der absolute Hammer. Boah. Wahnsinn, eine schwarze Badewanne. Die Toilette arbeitet schon wieder hinter uns. Da brauchst du natürlich mal kräftiges Personal, der das alles allerdings. Boah, jetzt guck dir mal die Dusche an. Das hier ist alles Dusche. Nee. Zwei, natürlich, guck mal. Wie geil ist denn das? 1, 2, 3, 4 Duschen in einem Raum. Wenn halt ein paar Gäste da hast, ist das so. Komm, geh mal weiter. Oder Karl, drei nette Frauen zu Besuch. Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie es weitergeht. Komm, wir gehen jetzt noch ein Stockwerk hoch aufs Dach und dann würde ich sagen... Erst mal die Treppe finden. Dach geradeaus. Hausmeisterküche. Hier dann nochmal, da weiß man gar nicht, wie... Wüsstest du allen Ernstes, wie du das füllen kannst mit Möbeln und sowas? Hättest du genug Zeug so im Kopf, was du hinstellen kannst? Nee, überhaupt nicht. Gar keine Ahnung. Also ich auch nicht. So. Aber ich denke jetzt, wer sowas kauft, hat seine... In einen Raumdesigner und das dann schon. Kommst du her und ist alles fertig eingerichtet. Ja, aber es muss ja trotzdem irgendwie ein bisschen persönlich sein. Zumindest dir und mir, ich kenne dich lang genug. Das schaue ich mir dann auch in Katalogen an oder im Internet oder einfach so. So, das hier ist das Hauptwohnzimmer. Das ist größer als meine Wohnung in Aventura, die echt schon nicht klein ist. Schaut euch das mal an. Es ist unfassbar. Und da ist der Karl. So, jetzt gehen wir mal kurz. Noch einmal auf die kleine Dachterrasse. Ich schalte nochmal die Dachterrasse, wenn man es ein bisschen windgeschützter haben will. Die kleine. Da passen vielleicht nur 50 Leute drauf. Was ist hier ums Eck? Nochmal kurz gucken.
Ach, da ist Ende, da kannst du dann auch noch mal so schräg rumgucken, halt etwas. Ja, mal schauen, was hinter Miami los ist. Allerdings. Ja, und von eurer Terrasse geht es dann noch mal hoch auf die obere Terrasse. Warum eine, wenn man noch zwei haben kann, oder Karl? Das ist das absolute Highlight hier. Das wäre jetzt genauso das Stockwerk, was mir reichen würde. Ich würde halt ein bisschen Regipswand hinmachen und würde hier wohnen. Ja, das ist dann die Vulgeister-Terrasse hier. Riesenfläche, schön mit Glas abgetrennt, wie ihr seht da hinten. Und natürlich hier, komm Karl, wir gehen schwimmen. Ja, liebe Freunde, hier dann euren Plätscherpool. Komm, spring rein zum Abschluss des Videos. Ja, das ist mir zu flach. Da kann ich jetzt nicht reinspringen. Kein Körper? Also das ist eigentlich unerschwinglich, was man hier sieht. Das ist wirklich was zum Träumen. Ja, das schon. Auch träumen, wenn man wahrscheinlich mehrfach ein Millionär ist, weil das muss ein Milliardär kaufen, weil der Unterhalt wird so heftig sein in dem schönen Porsche-Haus. Das denke ich auch. Ist nicht bezahlbar. Also vielleicht kann es jemand kaufen, aber der Unterhalt, glaube ich, der killt einem hundertprozentig. Das kann sein. So, ja, also das war's von mir und vom lieben Karl auf jeden Fall auf meinem Kanal. Danke fürs Zuschauen in diesem Video. Daumen hoch dafür bitte. Stellt sicher, dass ihr auf jeden Fall auch die D-Max-Folge seht oder die ganze neue Staffel natürlich mit Karl. Und ein Teil davon ist natürlich sein Besuch hier in Miami. Wir kennen uns seit 20 Jahren, ganz genau. Seit 20 Jahren kennen wir uns. Lange ist's her. Und wir haben Gott sei Dank immer Kontakt gehalten. Hoffentlich bleibt das auch weiter so. Dann tut's schön anschauen und liken. Bis bald. Ciao.